Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Urban Empire. Hier seht ihr die wunderbare neue Feuerwache von Schulenburg im neuen Bezirk Werte. Dahinter seht ihr das Schwimmbad und den Sportplatz. Eine U-Bahn, die haben ja alles, die haben elektrisches Licht, gut, Kopfsteinpflaster nur. Da muss aber reichen, die haben U-Bahnhöfe hier. Die haben Telefonleitungen, kann man hier sehen, auch wenn die echt hässlich aussehen. Ich hätte es lieber unterirdisch verlegt. Und ein Park haben sie da drüben auch und ein Museum und lauter so Sachen. Trotzdem, gut, es hatte noch niemand Gelegenheit, hier hinzuziehen, aber im Moment zieht auch tatsächlich noch niemand hier hin. Ne? Also dieser Bezirk ist super leer. Und ab und zu sieht man hier sogar Telefonzellen aufblitzen, gebrannten Mülleimer. Ne? Also die Infrastruktur ist einfach da. Im Hintergrund hat man das riesige Zentralkrankenhaus gesehen, das ist also auch direkt in der Nähe. Ja, und unsere Stadt hat ein Wirtschaftsproblem. Wir verlieren immer mehr Geld und jetzt habe ich mich natürlich gefragt, woran liegt das? Wir haben hier zum einen die Qualitätsmängel in unserer Industrie. Ganz großes Problem für uns, wo ich nicht weiß, wie man das behebt. Ansonsten scheinen wir gar nicht so viele tote Betriebe zu haben. Ne? Wir wissen, wir befinden uns gerade in einer wirtschaftlich schlechten Zeit. Und da hätte ich jetzt gerne so einen Vergleichsgraph, wo man einfach sehen kann, ne? Hier Wirtschaftsleistung irgendwie. So eine Entwicklung über die Zeit für verschiedene Sachen. Ne? Zum Beispiel für die Steuereinnahmen aus der Industrie, für die Wirtschaftsleistung, wie viele Betriebe es in der Stadt gibt und so weiter. Ne? Dafür würde ich mir einfach gerne so einen Zeitgrafen wünschen, wo man mal nachvollziehen kann, woran liegt es denn, dass wir jetzt hier Geld verlieren. Sowas gibt es aber leider nicht. Schade, sehr schade. So, und stattdessen warten wir jetzt darauf, dass sich Nylon hier, oh, minus 3 Millionen, entwickelt. Ganz klar, ne, der Bezirke belastet erstmal unsere Kasse. Und wir haben auch echt keine Nachfrage im Moment. Als erste kommerziell attraktive Synthetikfaser leitete Nylon eine Moderevolution ein, die Wert auf Komfort, Bequemlichkeit und Verfügbarkeit legte. Die Stärke, Elastizität, Widerstandsfähigkeit gegen Schimmel und das geringe Gewicht des Materials halfen den Alliierten, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Ja, da haben wir es also. Ja, und jetzt können wir hier allerlei Gesetze veranlassen. Schauen wir uns gleich an. Nylonstrümpfe erhöht den Spaß der Bürgerin. Finde ich gut. Bikini, dies erhöht den Spaß und verbessert das soziale Leben für bestimmte Altersgruppen. Ja, welche könnten das nur sein? Gleichzeitig verringert sich die Unterstützung konservativer Parteien. Finde ich auch gut. So, im Forschungsbaum. Wir haben nur noch in dieser Epoche die Funkgeräte zu erforschen. Dauert 20 Monate, nehmen wir gerne mit. Und dann gehen wir mal in den Rat und gucken uns die Verordnungen an, die wir jetzt erlassen können, neu. So, was haben wir denn hier? Verbot des Tragens von Hosen für Frauen. Bei manchen Dingen wird nur sehr langsam ein Fortschritt erzielt. Die Traditionalisten wollen die bestehenden Geschlechterrollen beibehalten. Wird Frauen erlaubt, Hosen zu tragen, ist das für sie eine Bedrohung? Nein. Ja, da sehen wir, ne, die Christdemokratische Partei dafür, die Zentrumspartei, die Partei der Mitte, sorry, das ist die Zentrumspartei. Die Partei der Mitte kann sich nicht so recht entscheiden, der Rest eigentlich komplett dagegen. Hier würde ich auch gerne ein bisschen reinzoomen können in das Ding, ne, damit man ein bisschen besser sehen kann, gerade wenn die sich so überlappen, wo die einzelnen Parteien stehen. Aber gut, man sieht es auch so ganz ähnlich. Achso, was macht denn das eigentlich? Das gibt uns weniger Spaß und Wachstum für Frauen. Dafür mehr Sicherheit für die ältere Bevölkerung und Bürger stimmen wahrscheinlich für konservative Parteien. So, Gesetz zum Verbot von Bikinis, ganz ähnlich. Ne? Hier müsste auch Frauen sein eigentlich, die dann weniger Spaß bekommen. Die Jugend wahrscheinlich auch, die älteren Leute fühlen sich dann etwas sicherer, haben besseres soziales Leben und so weiter und so fort. Zeig, was du hast. Nicht jeder denkt so. Einige halten die Zurschaustellung von zu viel Haut für eine Rückkehr zu primitiven Wertvorstellungen. Für ein Zeichen der Sexualisierung der Gesellschaft. Ja, und nicht mal die Christdemokraten sind so richtig hier dafür, für dieses Gesetz. Also Lockerung der Kleidungsvorschriften. Ich denke, das sollten wir durchbekommen. Na, das könnte ganz gut funktionieren. Die sind alle so ein bisschen unentschlossen. Aber das kriegen wir wahrscheinlich durch. Einige Menschen brauchen länger als andere, um den Entwicklungen der Zeit zu folgen. Während die eine
Während die einen eine neue Mode als Befreiung von der Tradition betrachten, ist für andere eine Bedrohung eben jener Tradition, die nicht als sittlichen Verfall mit sich bringt. Ja, das bringt da mehr Spaß für, ich weiß nicht für wen, soziales Leben für die Alten wahrscheinlich und für, ich weiß gar nicht für wen noch. Vielleicht ist es hier einfach nur gedoppelt durch irgendeinen blöden Fehler. Und außerdem stimmen die Parteien eher für alle Parteien. Okay, ich werde das mal vorschlagen, ne? Kleidungsvorschriften, ich meine, warum sollten wir die aufrechterhalten, ne? Es ist jetzt nicht so, dass Frauen unbedingt einen Rock tragen müssen, ne? Und dass, wenn man zu einem gewissen Stand oder zu einer gewissen Gilde, um es jetzt mal ins Mittelalter so ein bisschen weiter zurückzuziehen, gehört, dass man da eine bestimmte Kleidung tragen muss. Ja, das müsste durchkommen, ne? Die Fortschrittspartei ist dafür, die Partei der Mitte ist dafür. Und damit haben wir schon eine Mehrheit hier zusammen, die Sozialdemokraten wissen es noch nicht so genau. So, und wir schauen mal. Verkehrsprobleme dürften wir eigentlich nirgendwo haben. Haben wir auch tatsächlich nicht. Okay, in Werte wird die Zentrumspartei gewählt, ne? Überall anders eher die Fortschrittspartei. Ich meine, in Werte wohnt jetzt keiner. Noch nicht. Ist ein wunderschöner Bezirk. Es ist nur noch niemand hingezogen, weil wir keine Nachfrage haben. Hier drüben kommen Leute zu Arbeitsplätzen. Die Freiheitspartei hat da appelliert. Was haben wir hier? Soll Pornografie verboten werden? Darüber haben wir schon. Nein, darüber haben wir nicht abgestimmt. Die Christdemokraten sind der Ansicht, dass die Stadt zu einem Sündenpfuhl geworden ist. Daran kann nur die Pornografie schuld sein. Na klar. Wer sonst? Oder was sonst? Die Partei will den Anstand wiederherstellen und deswegen soll Pornografie verboten werden. Welche Stellung beziehen Sie in dieser Hinsicht? Wir sprechen uns für das Verbot aus oder wir sagen, wie wäre es mit Nein? Wir sprechen uns dagegen aus. Die Mehrheit der Parteien auch. Die Sozialdemokraten wissen es nicht so genau, sind aber auch ja, vielleicht ein bisschen dagegen, mal gucken. Und die Christdemokraten sind die einzigen, die dafür sind. Interessant. In ihrem steten Kampf gegen die Unmoral stellen die Christdemokraten ihren Antrag, sämtliche Formen der Pornografie zu verbieten. Ja, okay. So, bei der Abstimmung im Stadtrat sprechen sie sich gegen das Verbot aus und die Fortschrittspartei mag uns deswegen ein bisschen mehr. Das finde ich gut. So, wie sieht es aus mit den Kleidungsvorschriften? Alles cool. Super cool. So, Freiheit von Diskriminierung und Verbot von Pornografie. Das wird so abgeschmettert werden. Die armen Christdemokraten, ne, die haben es echt schwer unter mir. So, und hier sehen wir nämlich Unternehmen, die pleite sind. Das passiert ab und zu mal. Ich meine, hier entstehen auch neue Arbeitsplätze. Wir sind bei 31.500 Einwohnern. Aber, ja, und die Pleiteunternehmen, die wachsen hier. Ne? Also wir könnten jetzt dagegen arbeiten, indem wir für die Industrie die Steuern ein bisschen senken. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das liegt einfach an der schlechten Wirtschaftslage. Ne? Und da kann ich nicht viel machen. Ich weiß nicht, ob das so ist, weil wir so einen dicken Kontostand haben oder was. Auf jeden Fall wird es immer schlimmer. Ne? Das können wir beobachten. Und wir können nicht wirklich viel dagegen machen. Also wir können jetzt natürlich versuchen irgendwie unsere Wirtschaft zu fördern, aber sogar die Freizis sind für Pornografie. So, Abstimmung, Verbot gegen Pornografie. Na, jemand aus der Fortschrittspartei scheint auch dafür gestimmt zu haben. So, beide Christdemokraten haben für das Verbot gestimmt. Zwei Sozialdemokraten haben dafür gestimmt. Die Kommunisten sind komplett für Pornos, die Zentrumspartei auch. Der eine Freizieh auch. Partei der Mitte. Die Fortschrittspartei ist auch komplett für Pornos. Aus der Partei der Mitte, die da waren sich zwei nicht so sicher. So, Lockerung der Achso, hier haben wir Cool-Tipps, die sind natürlich auch ganz cool. Die jüngere Generation wird sich darüber freuen, dass Modetrends nicht mehr länger von den Vorstellungen alternder Politiker eingeschränkt werden. Die ältere Generation jedoch wird eine Gefahr für das soziale Miteinander befürchten. Die liberalen Parteien erhalten mehr Unterstützung. Gut, nehmen wir. Müsste auch durchkommen. Ja, die Freizis sind auch gegen eine Lockerung der Kleidungsvorschriften. Die wollen wahrscheinlich Uniformen haben am liebsten. Wird nicht passieren. Ich sage immer die Freizis, ne? Es ist nur einer. Ja, und ich habe mich jetzt auf den Begriff Freizis geeinigt, weil sie sind ja im Prinzip die Nationalsozialisten. Ne? Das Logo ist super ähnlich, die Wertevorstellungen sind
ziemlich identisch. Und die politische Ausrichtung, deswegen heißen die halt Freiheitspartei und nicht Nationalsozialistische Partei. Und deswegen nenne ich die Freizis. So, weltweite Wirtschaftskrise. Ja, ne, wir merken das. Auf jeden Fall. Blammo. Das jährliche Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt sinkt weltweit. Sowohl die industrielle Produktion als auch der internationale Handel sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Investitionen und Konsum sind ebenso wie Aktienwerte in jedem bedeutenden Land der Welt im Keller. Dafür schießen die Arbeitslosenzahlen in die Höhe. Wenn diese Rezession weiterhin unkontrolliert wuchert, werden Kreditvergaben und der Wohnungsbau rapide sinken. Ja, bei uns ist schon alles im Keller. Einige Berater schlagen vor, über große Projekte Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Andere setzen eher auf gravierendere Ansätze für einen Wirtschaftsaufschwung. Wirtschaftswissenschaftler nennen das einen bärischen Markt und versichern, dass eine Depression einfach Teil eines Zyklus ist und vorübergehend sein wird. Ja, ich hoffe, die ist bald vorbei. Ich meine, wir haben Polster zum Glück, aber dieser Spielabschnitt, ne, ich denke, der ist einfach so vorgesehen irgendwie im Spiel. Die große Depression und so weiter und so fort. Ich denke, der kann eine Stadt richtig in den Abgrund reißen, wenn man halt nicht gut vorgesorgt hat. Ich habe jetzt versucht, dagegen zu arbeiten mit einem neuen Wohnbezirk. War vielleicht nicht so clever, ne? Hat die Ausgaben unnötig in die Höhe getrieben und da hat sich noch niemand angesiedelt. Wir gucken gleich nochmal nach, aber ja. Ne? Mann. Ich bin noch ESDF-Spieler und kann es hier nicht umlegen in dem Spiel. Ja, ihr seht es, ne? Hier sterben die Unternehmen tatsächlich, wie die Fliegen gerade. Wir verlieren zum Glück keine Einwohner, aber die Arbeitslosenzahlen dürften ziemlich in die Höhe geschossen sein. Ja, ne? 50% in der Unterschicht, 13% schon in der Arbeiterklasse. Hier haben wir auch einen Arbeitslosen tatsächlich. bei der Elite. Tja. Was sollen wir machen, Leute? So ist das halt. Die Freiheitspartei lehnt sie ab. Ich lehne die Freizis auch ab. Das beruht also auf Gegenseitigkeit. Name fehlt hier. Der Bürgermeister muss zurücktreten, steht auf der ersten Seite der Morgenzeitung. Sie wussten natürlich, dass die Freiheitspartei sie nicht leiden kann, aber jetzt behauptet die Partei auch noch, dass sie ihr Vertrauen komplett verloren haben und sie als Bürgermeister unfähig seien. Ein Rücktritt steht für sie nicht zur Debatte, aber wie sollen sie darauf reagieren? Ja, sie versuchen die Sympathie der Partei durch Schmeicheleien zu gewinnen oder sie starten eine Schmierenkampagne gegen die Partei. Das ist natürlich beides scheiße, ne? Aber wir starten einfach mal die Schmierenkampagne. Oh, ihre Schmierenkampagne hat tatsächlich bewirkt, dass die Freiheitspartei unglaubwürdig und inkompetent erscheint. Es haben sogar Anhänger der Partei angefangen, an ihr zu zweifeln. Also die Bürger wählen die Freizis jetzt weniger, aber dafür mag mich die Fortschrittspartei jetzt weniger. Ja, die sind wahrscheinlich gegen Schmierenkampagnen. Ich auch. Die Möglichkeiten waren halt beide scheiße, ne? Ich meine, warum soll ich mich bei den Freizis einschleimen, mal ehrlich? Nagelprobe. Oh, sie haben erfahren, dass sie schwanger sind. Wie fühlen sie sich bei dieser Nachricht, wenn sie an die unglückliche Geschichte ihrer Familie denken? Ja, die unglückliche Geschichte, ne? Sowohl unsere Mutter als auch unsere Großmutter sind im Kindbettfieber gestorben. Am Kindbettfieber, im Kindbett. Von daher, yo, ich sag mal, wir sind optimistisch. Weil wir ja wissen, wir haben ein sehr gutes Zentralkrankenhaus, Antibiotika wurden entwickelt. Na, eigentlich, es kann nichts passieren. Wir haben da hart dafür gearbeitet, dass sich die medizinische Lage hier verbessert. Wir haben das auch erreicht. Deswegen sind wir optimistisch. So, wir kommen in die Eigenschaft optimistisch plus 5. Sehr schön. Sie sind sich sicher, dass alles in Ordnung sein wird. Ganz genau, habe ich ja gesagt. So, super schön. 1930 haben wir es schon. Also bis zum Zweiten Weltkrieg dauert es nicht mehr lange in Werte. Ne? Ich meine, wir haben Picknicktische. Ja, das ist jetzt hier im Moment so ein Ausflugsgebiet. Ne? Schön mit Schwimmbad und so ein Mini-Stadion und ein Museum und einem Park und so. Aber wohnen möchte da irgendwie noch niemand. So, und jetzt schaue ich mal. Hier fehlen uns noch 2 Punkte. Umwelt irgendwie. Ist es in einem... Das drahtlose Zeitalter wird Kriege unmöglich machen. Weil es sie lächerlich machen wird. Ja,
Ich wünschte, Guglielmo Marconi, keine Ahnung, wer das ist, hätte recht. Ja, leider macht's Kriege einfach nur effizienter, sage ich mal. So, Waffenkontrollgesetz, sehr schön. Einführung des Polizeifunks, sehr schön. Vollständige Sendezensur. Das hört sich aber scheiße an. So, damit haben wir Epoche 3 komplett fertig geforscht. Sind wir ein bisschen früh dran, können in Epoche 4 gehen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir uns da schnappen können. Das Community College wäre was Cooles. Kostenlose Hörgeräte, Kindergeld, Solidarität, ne? Gute Sache auf jeden Fall. Was bekommen wir hier? Jugendkultur, stärkere Zufriedenheit der jungen Erwachsenen durch Popmusik, Kunststoff. Kunststoff ist doch, glaube ich, das, was wir brauchen. Ein Messezentrum stellt allen Bewohnern soziales Leben und Bildung bereit. Hört sich super an. Kunststoffteile, Geschäfte generieren mehr Absatz und Kunststoff schaltet Kunststoff frei. Wow. Ja, ich würde sagen, das brauchen wir, ne, um die Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. Was gibt es denn hier beim Satelliten? Parallele Erzeugung. Ein Upgrade für das Kraftwerk. Lauschangriff, Branchenprotektionismus. Hört sich nicht so geil an. Lokaler Fernsehsender, Sportartikel, Massenmedien, Unterstützung alternativer Medien, Lokalzeitungen, Medienrat, vorgeschriebene Sicherheitsgurte, auch eine coole Sache, oder Organtransplantation. Medizinisches Wissenschaft, achso, Upgrade fürs Zentralkrankenhaus. Nee, wir nehmen Kunststoffe, um unsere Wirtschaft ein bisschen auf Trab zu bringen irgendwie, ne? Ich denke, wenn wir jetzt hier eine Vorreiterrolle bei der Kunststofferzeugung einnehmen können, wäre das ganz gut für uns. So, was haben wir denn hier? Funkgeräte wurden bis jetzt nur im Schifffahrtsverkehr eingesetzt. Doch jetzt haben sich die Kosten für diese Technologie deutlich verringert und es gibt viele Einsatzmöglichkeiten in der Stadt. Die Stadtverwaltung bereitet sich darauf vor, die Technologie in vielen Bereichen einzuführen. Worauf sollte sie sich zuerst konzentrieren? So, dann schauen wir mal. Verwendungsmöglichkeiten für die Polizei. Einführung des Polizeifunks kriegen wir, glaube ich, auch so durch. Ich werde das gleich mal checken im Rat. Oder die Kontrollmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Funkgeräten. Okay. Oder auf eine Subventionierung des Absatzes. Ich stelle das mal gerade hinten an, weil ich gerne wissen würde, ob wir den Polizeifunk durchkriegen. So, wir gucken uns mal an. Was gibt's hier? Erstmal das Waffenkontrollgesetz. Das sollten wir durchbekommen. Bei jeder Diskussion gibt es mindestens zwei Seiten. Einige betrachten Waffenbesitz als Ausdruck persönlicher Freiheit. Andere sind der Ansicht, dass dadurch vollkommen unnötigerweise potenzielle Mordwaffen in die Hände von unerfahrenen und psychisch instabilen Personen geraten. Ne? Genau die Debatte, die in Amerika gar nicht so heftig geführt wird, vordergründig, aber dafür, was natürlich alle anderen auf Amerika einreden, so ziemlich. Es gibt uns Sicherheit plus zwei und dafür nimmt es uns ein bisschen Spaß, ne? Weil du kannst halt nicht mehr einfach so rumballern und so weiter auf Eichhörnchen schießen, auf andere Leute, auf den Hund des Nachbarn. Ich werde es mal vorschlagen, einfach das Waffenkontrollgesetz. Und wir kommen hier durch, ne? Mit den Stimmen der Fortschrittspartei und der Sozialdemokraten kommen wir da durch, auf jeden Fall. Das haut hin. So, also, was haben wir noch? Die vollständige Sendezensur. Freiheit verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Wenn man illegale, unabhängige Radiosender genehmigt, führt das zu einer großen Wahlfreiheit. Die Frage ist aber, ob zu stark belastete Frequenzen ein Risiko für die Notfalldienstleistung darstellen. Solange die auf ihren Frequenzen bleiben, alles cool, ne? Also Sicherheit plus drei, dafür persönliches Wachstum minus zwei und Spaß minus eins. Brauchen wir nicht, ne? Also unabhängige Radiosender genehmigen wir einfach. Illegale Radiosender, ja, darüber muss man sich, sind halt illegal, ne? Was soll man dazu sagen? So, Einführung des Polizeifunks kriegen wir hoffentlich mit den Stimmen der Fortschrittspartei und der Sozialdemokraten durch, denn die Partei der Mitte ist dagegen. Einführung des Polizeifunks, da Funksprechgeräte inzwischen preisgünstiger geworden sind, ist es jetzt möglich, einen Polizeifunk einzurichten. Vom Polizeirevier aus kann so direkt mit den Einheiten im Außeneinsatz Kontakt aufgenommen werden. Super praktisch. Na, früher nur auf Schiffen, wir haben es gehört, weil die haben natürlich eine hohe Generatorleistung durch ihre riesigen Dieselmotoren. Und da ist nichts im Weg, was den Funk behindert, ne? Da ist einfach nur Wasser. Also von daher ist das da super gut geeignet. Und du kannst natürlich auch einfach ein riesiges Funkgerät irgendwo auf das Schiff stellen. Das fällt kaum auf.
So, die Polizeiarbeit wird effizienter und in der Stadt wird es sicherer. Das fand ich gut. Sicherheit plus eins für die ganze Stadt. Sicherheit plus eins durch das Polizeirevier. Und dafür steigen unsere Kosten für das Polizeirevier pro Monat um 1000. 1000? Echt? Können wir uns das leisten? Wir sind eh schon im Minus. Ich schlage das vor. Oh, okay. Da müssen wir ein bisschen was machen, denke ich. Schau mal, was wir da machen können. So, wir fordern von der Fortschrittspartei, dass sie dafür sind. Gleichberechtigung. Mit Gleichberechtigung hat das relativ wenig zu tun. Wir argumentieren trotzdem mal so. Es scheint irgendwie funktioniert zu haben. So, an die Jungs werden wir auch ein bisschen, an die Partei der Mitte, da werden wir auch fordern, ne? Wir haben nicht jede Menge Wohlwollen. Da werden wir wahrscheinlich auch noch ein zweites Mal auf die einwirken müssen, sobald es geht, also dann im nächsten Monat irgendwie. So. Ja, sie erinnern daran, dass in Zeiten wie diesen Einheit erforderlich ist, nicht Streit. Oder sie stellen eine Verbindung des Themas mit der Bedeutung mächtiger Familien her. Ich setze mal auf Einheit. Das hat bedingt geholfen. Aber ich sag mal in Ordnung. So, wie sieht es denn aus hier mit der Mehrheit? Die haben 21. Die haben 18. Also wir brauchen auf jeden Fall eine von denen. Denn die Sozialdemokraten haben nur 11. Und die Kommunisten, die auch dafür sind, haben nur 3. Okay, gut. Das wird interessant auf jeden Fall. So, Funkgeräte. Ja, wir konzentrieren uns auf die Kontrollmöglichkeiten, denke ich, und gucken mal, was es gibt. Das gibt uns... Achso, für die Sendezensur. Na ja, gut, okay, das war jetzt nicht so das, was ich wollte. Na, ist egal. Das macht nichts. So, wir warten den nächsten Monat ab und dann müssen wir nochmal für die Einführung des Polizeifunks werben. Ich hoffe, wir können hier nochmal dafür... Wie sieht es hier aus? Hier wurde so ein bisschen Einfluss genommen. Aber das sieht super aus, ne? Die drei großen Parteien sind alle dafür. Oh, Einführung des Polizeifunks sind plötzlich auch alle dafür. What? Verstehe ich gerade nicht, warum jetzt plötzlich alle dafür sind. Okay, gut, ich nehme das mal so hin. Ich gucke im nächsten Monat nochmal drauf, weil mir das gerade ein bisschen merkwürdig vorkommt. Aber ansonsten nehme ich das so hin. Ja, die sind tatsächlich alle dafür. Also das wurde scheinbar, dieser Bonus, den wir da freigeschaltet haben, wurde scheinbar der falschen Abstimmung zugeordnet. Okay, ja, gut, meinetwegen. So, in Werte will immer noch niemand wohnen. Warum nicht, Leute? Weil wir keine Nachfrage haben. Okay, aber ansonsten Adele. Wer ist denn Adele oder Adele? Na, vor der Geburt gaben sie den Ärzten und Krankenschwestern genaue Anweisungen, wie sie im Fall von Komplikationen vorgehen sollten. Oh Gott, Kontrollfreak, okay. Doch die Geburt verlief gut und ihre kleine Tochter hat den Namen Adele bekommen. Allerdings stellen sie schon bald fest, dass es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sich um sie zu kümmern. Nee. Bisher hatten sie täglich sehr viel Zeit mit ihrer Arbeit und ihrer eigenen medizinischen Forschung verbracht. Doch das scheint jetzt nicht mehr möglich zu sein. Was tun sie? Wir stellen Kindermädchen ein. Oder wir sind der Ansicht, dass Georg mehr Verantwortung übernehmen sollte. Klar, unser Mann, ne? Der kann ein bisschen was tun hier. Anfänglich lässt er sich darauf ein, immerhin sind sie die Bürgermeisterin. Aber es fällt ihm nicht leicht, seine Freunde und Kollegen machen Witze darüber, dass er jetzt die Frau in der Familie ist, bis er sich schließlich entschließt, wieder mehr arbeiten zu wollen. Am Ende stellen sie doch ein Kindermädchen ein. Na geil, wir bekommen pessimistisch plus 2, weil es überhaupt nicht geklappt hat mit Georg, na super. Einzelgängerisch plus 3, na geil, und fortschrittlich plus 3. Ja, Georg, Alter, jetzt... kümmere dich doch mal drum. Ich meine, klar, er ist auch Ingenieur, ne? Aber ich bin Bürgermeisterin. Da könnten wir uns das ruhig so ein bisschen teilen. Ne? Und wenn seine Freunde jetzt Witze machen, dann sollte er denen einfach mal sagen, wie borniert und rückständig die sind.
Mann, 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 Mann. Die Bürgermeisterwahl rückt näher und wir sind voll in der Krise. Na geil. Der Stadtrat wird bald über den neuen Bürgermeister von Schulenburg wählen. Nein, das stimmt nicht. Sie werden nämlich bald die alte Bürgermeisterin von Schulenburg wieder wählen. Höchstes Gebäude der Welt eröffnet. Fortschritte in Ingenieurwesen und Konstruktionstechnik führen gepaart mit fähigen Arbeitskräften zur Errichtung der ersten Hochhäuser. Ja, bei uns noch nicht, ne? Die Kraft der Atomspaltung. Was haben wir getan? Mithilfe der Atomspaltung lassen sich Riesenmengen an Energie gewinnen und man kann eine Atombombe bauen. Ja, das ist ja dasselbe im Prinzip. Riesenmengen an Energie gewinnen, ja. Und wir sehen es, ne? Unsere Wirtschaft mega am Abkacken und wir können halt wirklich, also ich könnte die Steuern total runterfahren, ja, um die Wirtschaft ein bisschen zu unterstützen, aber das bringt halt auch nichts. Wir haben global eine super schlechte Wirtschaftslage. Da kann man nicht viel machen, ne? Also ich kann jetzt natürlich die Restaurants irgendwie ein bisschen unterstützen, um das wirtschaftlich ein bisschen aufzufangen. Aber wir werden dem Ganzen einfach mal entspannt entgegensehen, weil wir ja gerade uns einen Pessimistisch-Bonus gefangen haben, ne? Und ich würde gerne optimistisch freischalten irgendwie. Der optimistische Ansatz war genau richtig, alles lief wunderbar und die Bürger und Bürgerinnen hatten sehr viel Spaß. So, alle kriegen Spaß, sehr schön. Ja, ich hoffe, die Kunststoffe werden uns ein bisschen aus dieser Depression rausholen hier. Aus dieser wirtschaftlichen Depression wohlgemerkt. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit der Verschmutzung? Oh, es reicht schon ein bisschen darüber. Oh, ich mache mal kurz Pause. Hätte ich das hier... Was? Was seid ihr denn? Die Filmproduktion. Alter, geht's bei euch? Ich reiß die hier gleich ab. Ohne Scheiß. Wieso hat denn die Filmproduktion so eine krasse Umweltbelastung hier? Geht's dem Unternehmen gut? Ja, das sind 10-10er-Unternehmen, die kann ich nicht abreißen. Fuck. Hier haben wir auch... Also Filmproduktion hatten riesige Umweltbelastung. Scheinbar. Wow. Wie kommt's dazu? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht müssen wir da hier an den Rand noch ein paar Parks bauen oder so, keine Ahnung. Also wir gucken mal. Merkwürdige Importe. Oh, ein exzentrischer Geschäftsmann hat ein Lama importiert. Er will, dass das Lama in seinem Garten in Vieleck lebt, aber die Nachbarn sind dagegen. Erteilen sie ihm die Genehmigung zur Haltung dieses Lamas? Ja, natürlich. Genehmigen wir das. Auch ich glaube, das bringt Minus auf Spaß, ne? Für den Bezirk. Nein, physisches Umfeld. -2 für Vieleck. Dafür mehr Spaß. Okay. Das Lama hat den Namen Tom erhalten und lebt jetzt im Garten des Geschäftsmannes. Die Nachbarn beschweren sich immer noch ein wenig, müssen aber zugeben, dass Tom recht niedlich ist. Ja, und trotzdem physisches Umfeld -2 hier. Ich weiß gar nicht, wie lange diese Modifikatoren hier gelten, ehrlich gesagt. Wertevorstellung. Für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen einzutreten, ist an und für sich schon sehr liberal. Wie sieht jedoch Ihre Meinung über die Rechte von Frauen im Allgemeinen aus? Ja, wir sind der Ansicht, dass Frauen die gleichen Rechte zustehen sollten wie Männern. Ja, auf jeden Fall. Oder Sie sind der Ansicht, dass die tradierten Werte gut und erhaltenswert sind. Nein, gleiche Rechte bitte für alle. Jeder Mann und jede Frau sollte die Freiheit haben, unabhängig vom Geschlecht den eigenen Interessen zu folgen. Das sind neue Dienstleistungen. Ach so, nein, es sind neue Dienstleistungen, beispielsweise Kinderbetreuung erforderlich, damit Frauen die Möglichkeit erhalten, arbeiten zu gehen. Ja, stärkt die Wirtschaft, Leute. So, die Sozialdemokraten finden das sehr gut. Und dann schauen wir mal, die Einführung des Polizeifunks. Diese Verordnung erhöht, wie viel Sicherheit Polizeireviere bereitstellen. Die Tooltips hier, ne, die sind ganz cool. Alle sind dafür. Naja, fast alle. Genügend Leute sind dafür. So, finde ich gut. Das gibt uns also mehr Sicherheit. Und diese Verordnung erhöht Sicherheit, verringert aber den Spaß. Das Waffenkontrollgesetz, das sieht so aus, als wenn es durchkommen würde. Ne? Wir haben schon jetzt eine Mehrheit, die fest entschlossen dafür sind. Haben noch 23, also ein Drittel knapp, Unentschlossene. Kommt durch. Schön. Mehr Sicherheit, weniger Spaß. Ich meine, Tom bringt ja gerade Spaß in die Stadt. So, und jetzt machen wir die Folge noch, bis wir hier die Freiheit von Diskriminierung haben, würde ich sagen. So, wir gucken hier mal gerade auf die Bezirke. Ne, Verkehr ist immer noch sehr gut.
Kunststoff. Na, da haben wir es doch direkt. Der Rektor der Universität kommt in ihr Büro und sagt, Bürgermeister, ich habe ein Wort für Sie, nur ein Wort. Kunststoff. Er wird die Welt verändern. Wie soll die Stadt damit umgehen? Kunststoffforschung unterstützen oder die Kunststoffindustrie ignorieren? Natürlich unterstützen wir das, ne? Wir machen das ja extra, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und ich meine, wir wissen ja auch, ne, wir leben ja nicht 1931, wie wichtig Kunststoffe sind oder noch werden. So, das bringt uns plus 5 Denkleistung in der Universität. Na gut. Ich hatte mir eher was für die Wirtschaft gewünscht, aber wird schon. So, und jetzt haben wir es. Die Freiheit von Diskriminierung. Hiermit wird der Antrag gestellt, die Bürgerrechte von Stufe 3 auf Stufe 4 zu erhöhen. Ganz trocken. So, kommt durch auf jeden Fall. So, und hiermit wird der Antrag gestellt, sämtliche Formen der Diskriminierung als illegal angesehen werden sollen. Oder dass sie das getan werden sollen, tun haben. Und das bringt uns für alle mehr Sicherheit und mehr persönliches Wachstum. Finde ich super schön. Eine weitreichende Antidiskriminierungsgesetzgebung verabschiedet. Ein Wort, das über eine ganze Zeile geht. Geil. Dank dieses weitreichenden Gesetzes wird Diskriminierung jedweder Art illegal. Auch wenn so allgemein formulierte Gesetze selten so effektiv wie spezifische sind, wird dadurch doch der Grundstein für eine mitfühlendere Gesellschaft gelegt, in der weniger Menschen ausgeschlossen werden. Man geht davon aus, dass sich jetzt die verschiedensten Meinungen Gehör verschaffen werden und so eine stärkere, pluralistischere Gesellschaft entstehen wird. Finde ich gut, ne? Vielfalt, Pluralismus, gute Sache. Oh, was haben wir denn hier? Blutige Auseinandersetzungen zwischen den Schwarzhemden und den Braunhemden in den Straßen der Hauptstadt. Oha. Bei internen Auseinandersetzungen der extremen rechten Svarelias kommt es zu gewaltsamen Ausbrüchen zwischen den Schwarz- und den Braunhemden. Ja, da haben wir es, ne? Die SA spielt hier eine, also auf die wird hier angespielt auf jeden Fall. Wer sind denn hier die krass Rechten bei uns da? Da haben wir doch eigentlich nur den einen Freizi hier. Ich meine, die haben in der Unterschicht 8% Unterstützung. Das ist schon ordentlich. So, wen haben wir denn hier noch rechts verordnet? Die sind auch ja ziemlich rechts. Die Partei der Mitte. Die mögen uns aber irgendwie noch total. Ich weiß nicht warum. Ach, ich bin bei den Christdemokraten, die so rechts sind. Nee, hä? Was? Die haben 18 Mitglieder. Ja, die sind eher konservativ als rechts. Die haben 2 Mitglieder. Ansonsten haben wir gar keine Rechten, hier rumzusitzen, ne? Hier müssten alle eher links sein. Beziehungsweise stark links. Ah, die Kommunisten haben eine viel breitere Unterstützung als die Freizis. Ja, finde ich in Ordnung, ne? So, solange das halt nicht ausartet mit den Kommunisten. Leute, seht ihr das? In Werte? Haben wir ein Haus? Was bist du? Ein Kaufhaus. Wir haben ein Kaufhaus. In Werte. Geil. Die sind gerade neu, ne? Effizienz ist super. Aber die Qualität, die muss ich natürlich erst aufbauen. Wir haben das erste Gebäude in Werte. Ich kann diese Folge jetzt direkt guten Gewissens beenden. Finde ich gut. Das, ja, schön. Werte, go. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Beim nächsten Mal werden wir dann das Industriesterben weiter beobachten. Das ist wirklich krass. Und ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.